Studieren. Das bedeutet Vorlesungen besuchen, Bücher wälzen und Klausuren schreiben. Rund 108.000 Studenten sind gerade mit Elan ins neue Semester gestartet. Doch was macht Hamburg als Unistadt so attraktiv? Und besteht das Studierendenleben wirklich nur aus Lernen? Zugegeben, man verbringt viel Zeit in einem Hörsaal wie diesem. Aber mich interessiert heute, was machen die Studierenden abseits ihrer Vorlesung? Wie wohnen sie, wo sind sie in der Stadt unterwegs und wie kommen sie dahin? Das klären wir heute bei Hamburgweit. Überblick. Was macht Hamburgs Universitäten so interessant? Wir haben bei den Studierenden nachgefragt. Studentenleben. Timon und Charlotte geben uns einen Einblick in ihren studentischen Alltag. Und Unterschiede. Adnan erzählt mir, warum er zum Studieren nach Deutschland gekommen ist und welche Unterschiede es zu seiner Heimat Saudi-Arabien gibt. Die Liste der Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen in Hamburg ist lang. Am bekanntesten sind natürlich die Universität Hamburg in der Innenstadt, die Hafen-City-Universität und die Technische Universität in Harburg. Doch mit über 25 Hochschulen zeigt die Metropolregion Hamburg auch auf wissenschaftlicher Ebene seine Vielfalt. Sei es die Helmut-Schmidt-Universität, die Medical School Hamburg oder die Hochschule für Bildende Künste. Die Einrichtungen sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Wie bewegst du dich denn hier in der Stadt? Wie kommst du denn zur Uni? Ich habe eine Tendenz. Ja, eindeutig mit dem Fahrrad. Also mit dem Fahrrad. Das heißt, du besitzt doch gar kein Auto oder so? Ja, doch. Wir besitzen schon ein Auto, aber das nutze ich nicht. Wie bewegst du dich denn durch die Stadt? Also wie kommst du zur Uni und zurück? Zur Uni hin, meistens mit dem Stadtrad. Beziehungsweise demnächst bekomme ich ein eigenes Fahrrad, da fahre ich dann mit meinem eigenen Fahrrad, aber ich bin die letzten 2 Jahre eigentlich mal Stadtrad gefahren, fast jeden Tag hin und zurück. Findet ihr, dass die Uni so verkehrstechnisch gut angebunden ist? Ja, schon. Also ich fahre immer vom Dammtor hierher mit dem Bus. Morgens warte ich nicht länger als 3 Minuten eigentlich auf dem Bus. Also es, finde ich, funktioniert ganz gut. Siehst du das auch so? Ja, ich muss sagen, ich war überrascht, wie viel hier in der Nähe ist. Also was weiß ich, Stephansplatz, Hallerstraße, Dammtor, Schlumpf, das ist alles in der Nähe. Und klar, es ist ein kleiner Fußweg so von einem zum anderen, aber ich finde das eigentlich relativ gut angebunden, ja. Mit über 42.000 eingeschriebenen Studenten ist die Universität Hamburg die größte Hochschule der Hansestadt. Als erste demokratisch gegründete Universität Deutschlands feiert sie in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Doch warum zieht es immer mehr Studenten nach Hamburg? Die Uni war erster Grund, aber außerdem die Stadt, ja, viele Menschen haben es empfohlen, also für mich empfohlen. Bisschen random, ich wollte eigentlich vor allem aus München raus und habe dann mich in Hamburg und Berlin beworben, weil mich eine große Stadt interessiert hat. War einmal hier und habe mich so ein bisschen verliebt darin. Ich bin eigentlich, was das angeht, ziemlich Hamburg verbunden, sag ich mal. Und für mich stand nie zur Debatte, aus Hamburg wegzuziehen, weil der Freundeskreis, Familienkreis hier ist. Und deswegen war es umso besser, dass die Immatrikulation hier so einwandfrei geklappt hat. Gibt es sonst noch große Unterschiede im Leben und Studieren in Deutschland oder nach Hamburg im Vergleich zu China oder Weißrussland? Also ich muss sagen, es ist nicht so einfach für die Ausländer mit deutschen Freunden zu machen und es braucht man auch Zeit, um das Leben hier zu erleben. Und die Sprache ist auch nicht so einfach. Gerade für neu zugezogene Studenten ist der Allgemeine Studentenausschuss rund um Vorstand Karim Kurobka eine der ersten Anlaufstellen. Mitten auf dem Campus gelegen, ist er für die Durchsetzung der studentischen Interessen zuständig. Viele Sachen, die jetzt hier im AStA relevant sind, sind ja, Studienprobleme, BAföG-Probleme dergleichen. Wir haben halt hier unsere Beratung sitzen, eine psychologische Beratung, eine BAföG-Beratung, teilweise Steuerberatung, Steuerrechtsberatung. Das sind so eigentlich die Hauptanliegen, die dann kommen. Wie findest du oder wie sieht der AStA vielleicht auch denn überhaupt das Mobilitätsthema? Ist die Uni gut angebunden? Funktioniert der öffentliche Nahverkehr? Also ich würde sagen, der öffentliche Nahverkehr funktioniert hier schon ziemlich gut. Also wir haben ja Dammtor, jetzt auch mit dem schönen Zusatz Universität. Ja. Im Zuge des Uni-Jubiläums und wir haben hier natürlich auch die Hallerstraße, wir haben hier die Fünfer-Busse, die hier langfahren und es gibt ja auch noch mehrere Stadtratstationen direkt auf dem Campus und so wie ich das bisher mitgekriegt habe, sind die immer gut ausgelastet und im Austausch. Ich glaube, die Uni ist schon ganz gut angebunden und die U5 kriegt ja dann, also wenn sie dann irgendwann gebaut ist, kriegt sie ja auch noch hier eine Haltestelle, dass man besser herkommt. Also ich glaube, das ist schon ziemlich gut gegeben.
Im Semesterbeitrag enthalten ist unter anderem auch das sogenannte Semesterticket. Dieses gilt für den HVV-Gesamtbereich und ist deshalb auch für Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus nutzbar. Ich habe das Semesterticket tatsächlich mal benutzt, um fast nach Soltau runterzukommen. Das gilt ja so richtig weit in den Süden. Und ansonsten auch für andere Fahrten, aber insgesamt doch innerhalb Hamburgs. Also ich habe es mal durchgerechnet, wie viel ich dafür... Also okay, ich brauche jetzt nicht Gesamtbereich, aber selbst schon ein Großbereich kostet schon, keine Ahnung, 90 Euro im Monat. Und das Semesterticket ist halt schon eine so der wichtigsten Dinge als Student, die man braucht. Und man muss sich halt auch einfach gar keine Sorgen mehr machen. Also echt, ich gehe in die Bahn, also gehe auf den Bahnsteig und steige in die Bahn und mache mir gar keine Sorgen über irgendwie Ticket oder habe ich eins oder brauche ich noch eins oder habe ich noch irgendwas übrig oder habe ich überhaupt Kleingeld dabei oder so. Und das ist echt praktisch, absolut. Ich werde jetzt mal weiterfahren, um mich auf den nächsten Campus umzuhören. Für euch so lange die Kurznachrichten. Die Hamburger Hochbahn hat den ersten Betriebshof für Elektrobusse in Alsterdorf eröffnet. Dort sollen künftig bis zu 240 E-Busse untergebracht werden. Schon jetzt fahren in der Hochbahnflotte 4 serienreife Elektrobusse. Bis Ende des Jahres sollen 26 weitere dazukommen. Die Kosten für den neuen Busbetriebshof belaufen sich auf rund 70 Millionen Euro. Der Harburger Busbahnhof soll umgebaut und erweitert werden. Grund hierfür sind steigende Fahrgastzahlen, eine hohe Anzahl an Linien und die nicht mehr ausreichende Länge der Bussteige. Dazu wächst der Busbahnhof in die Hannoversche Straße hinein, auf der eine Mittelinsel für den durchgängigen Busverkehr geplant ist. Baustart ist im kommenden Jahr. Ab dem 20. Mai wird die U3 zwischen den Stationen Baumwall und St. Pauli gesperrt. Grund sind die umfangreichen Sanierungen und der barrierefreie Ausbau der U3-Haltestelle Landungsbrücken. Bis zum 8. September ist der Streckenabschnitt komplett gesperrt. Anschließend fährt die U3 bis zum 13. Oktober ohne Halt durch die Station. Fahrgäste und Touristen müssen in dieser Zeit auf die S-Bahn ausweichen. Wer zur Haltestelle Rathaus möchte, kann auch alternativ mit der U2 oder U1 bis Jungfernstieg fahren und den Fußweg über die Passage der Städtepartnerschaften nutzen. Die Hochbahn hat 60 weitere Großraumbusse vom Typ Kappa City L bestellt, die künftig auf den Straßen der Hansestadt fahren werden. Das erste Modell wurde bereits übergeben. Die weiteren sollen im Jahresverlauf ausgeliefert werden. Insgesamt verfügt die Hochbahn dann über 90 Busse dieses Typs. Sie sollen auf den Metrobuslinien 5, 6, 7 und 13 eingesetzt werden. Mittlerweile bin ich im Süden Hamburgs eingetroffen. Genauer gesagt an der Technischen Universität Hamburg. Als nördlichste technische Universität Deutschlands gegründet, gehört die TUHH zu den kleineren, aber modernsten Hochschulen der Bundesrepublik. Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 wird hier in über 40 Master- und Bachelorstudiengängen unter dem Leitsatz Technik für Menschen geforscht und gelehrt. Zu den Studenten der Allgemeinen Ingenieurswissenschaften gehören auch Charlotte und Timon. Warum habt ihr euch denn für Hamburg oder speziell auch für diesen Standort hier entschieden? Also Hamburg vor allem, weil ich die Stadt sehr schön finde. Ich mag diese Mischung aus Stadt und ein bisschen halt auch die Parks da drin, das Wasser. Ich paddel gerne im Sommer, wenn man dann rausgehen kann. So. Ja, und bei mir war es halt, ich habe ein bisschen zukunftsorientiert, aber auch so für die jetzige Situation gedacht. So ja, ich finde Hamburg super schön, aber zum anderen habe ich halt auch gedacht, ja, ich möchte in eine große Stadt, wo es auch irgendwann mal eine Möglichkeit für einen guten Arbeitsmarkt und einen guten Job gibt, wo ich irgendwie ein bisschen zukunftsmäßig auch da bleiben kann dann. Wie seid ihr denn die Wohnungssuche angegangen und wie schwierig war das, auch ein Zimmer zu finden? Also ja, bei mir war es tatsächlich ziemlich schwierig, weil ich war halt für das FSJ im Ausland und bin dann erst sehr kurzfristig wiedergekommen. Und das heißt, WG suchen ist schwierig, wenn man nicht in der Stadt ist. Das heißt, es war sehr schwer. Ich habe mich bei vielen WGs beworben und ich war halt auf der Warteliste fürs Studentenwohnheim. Und dadurch, dass ich nicht aus dem Raum Hamburg komme, hat man natürlich ein bisschen besser die Chance. Komfortabler hat es Adnan Abdullah. Er wohnt mitten auf dem Campusgelände. Nach seinem Bachelor in seiner Heimat Saudi-Arabien studiert er seit einem halben Jahr am Northern Institute of Technology Management. Wie ist denn das Studentenleben für dich hier und was sind vielleicht auch große Unterschiede beim Leben hier in Deutschland oder auch in deiner Heimat in Saudi-Arabien?
Als ich zum ersten Mal hierher gekommen bin, hat mich das Wetter echt fertig gemacht. Ich komme aus einem Land, in dem es sehr warm ist. Die Temperatur dort ist häufig über 40 Grad und es ist immer sonnig und regnet fast nie. Als ich dann hier war, war es gerade Winter und ziemlich düster und kalt. Ich musste mich daran erst mal gewöhnen. Aber das Leben hier ist wirklich cool. In Hamburg und insbesondere mit meinen Freunden, die ich hier gewonnen habe, kann man eine Menge unterschiedliche Dinge unternehmen und viel Spaß haben. Wie bist du denn in der Stadt unterwegs und wie bewegst du dich durch Hamburg? Als ich mich über eine geeignete Universität und das Leben in Deutschland informiert habe, bin ich direkt auf das Semesterticket gestoßen, das ich jetzt regelmäßig nutze. Wenn ich also mal in die Stadt möchte, muss ich nur in die Bahn einsteigen, 15 Minuten fahren und schon bin ich da. Im Park neben der Technischen Universität treffe ich mich noch einmal mit Charlotte und Timon. Sie erzählen mir, wie sie trotz des kleinen studentischen Budgets gut in Hamburg leben können. Ich habe zum Glück, dadurch, dass ich im Studentenwohnheim wohne, das ist ja so gedacht, dass man halt nicht ganz so viel bezahlen muss. Aber dann mit BAföG-Satz und Kindergeld kommt man halt nicht ab und zu mal nach Hause, wenn eine Familienfeier ist oder man möchte neue Klamotten oder Arbeitskleidung auch. Da geht's schon los. Was sind denn die größten Posten, die ihr habt? Also wofür gebt ihr in eurem Studentenalltag oder Studierendenalltag das meiste Geld aus? Miete, Feiern, unterwegs sein, Mobilität? Ja, Mobilität ist ein großer Punkt. Ein fester Punkt ist immer der Semesterbeitrag. Es gibt keine Studiengebühren mehr. Diese Semesterbeiträge sind auch stetig gestiegen in den letzten Jahren. Natürlich größtenteils für das Semesterticket, wo wir auch froh drüber sind, dass wir eigentlich so günstig durch die Gegend kommen. Ja, bei mir ist es auch tatsächlich Miete, dann kommt direkt danach das Essen. Das ist ziemlich viel, weil auch man muss ja Abendbrot, Frühstück, dann kann man am Wochenende, hat die Mensa zu, all solche Sachen. Ja. Das summiert sich wirklich sehr und dann kommen Klamotten und viel halt wirklich Fahrtkosten, all solche Sachen. Das kommt am Ende schon ganz schön zu viel zusammen und dann kann man gar nicht mehr so viel für andere Sachen ausgeben. Vielen Dank für das Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir gehen jetzt noch eine kleine Runde durch den Park und das war's auch schon mit dieser Ausgabe Hamburgweit. Ich sag, wie jedes Mal, habt es gut und macht es besser. Bis zur nächsten Ausgabe. Dann lass doch mal gehen.